So, wir suchen ja einen Schlafplatz. Eigentlich hier ist ganz cool, aber ey, guckt euch das mal an. Komplett Hochwasser. Und das Ding steht einfach. Das ist eigentlich so ein Schiff, so eine Cafeteria. Ja, wir fahren jetzt irgendwie wieder zurück. Hier ist alles, sieht man gar nicht. Hier ist alles voll mit Stöcken und Ästen. Und ja, wie können wir eigentlich hier gut drehen? Nö, ne? Rückwärts. Ja, wir müssen irgendwie rückwärts. Ja, hier ist zum Beispiel ein richtig dicker Ast. Sicher, dass man da? Ganz sicher? Na gut, wir fahren mal. Das Abenteuer ruft, ey, das ist wieder schön. Ist schön. Der will sich jetzt da hinstellen. So, und ich muss auch noch mal ein Stück vorfahren, weil sonst komme ich auch nicht rein. Da ist direkt das Wasser. Ja, ich stehe jetzt so. Das müsste eigentlich reichen. Ja, dass wenn ich raus will. Na ne, ich fahre besser. Ey, das ist auch schwer. Ich muss da irgendwie hier. Ey, wo willst du hin? Ich muss jetzt schieben. Herrlich, herrlich. Prost, Maurice. Prost. So lässt sich leben, ne? Dieser Campingkocher wird Ihnen präsentiert von Abenteuerlust. Nee, geht. Musste vielleicht erstmal einbrennen. Naja, den werden wir auf jeden Fall noch testen gegen einen billigen, also gegen so ein Standardding, weil der ist echt teuer gewesen. Also der ist echt, echt teuer. Die anderen kosten also 20 Euro und der kostet ein bisschen mehr. Aber guck mal, siehst du doch. Oh, guck mal, ein bisschen Wind, ne? Das Ding hat zu kämpfen. Ja. Ja, ist krass. Genau eigentlich. Heute habe ich meinen Wind. So, ich mache mir erstmal Reis. Bierchen. Kein Bier vor 4. Wir haben schon nach 11. Was macht der? Der kocht richtig da. Also bei mir gibt es einfach Reis und da kommt das rein. Das ist dieses Hühnerfrikassee. Das habe ich ja in Tonnen zu Hause. Und den Maurice versorge ich ja immer. Dem habe ich heute, zeig mal, gib mal her in die Hand, was ich dir mitgebracht habe. Pulled Pork. Also den Maurice tue ich immer versorgen. Dem bringe ich immer so Sachen mit. Ja, und morgen gibt es dann Frühstück. Das ist ja alles hier drin. Das ist ja alles wunderbar hier. Also ich freue mich richtig, dass ich heute in der Arpe schlafen kann.
Ich stehe ein bisschen sehr schräg, aber ich glaube, das ist mir egal. Ich bin einfach froh, dass ich lebe in der Ape. Ja. 30 Milliliter muss ich jetzt abfüllen. 30 Milliliter? Ja, für den Reis. Für den Reis? Oh, 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 ich glaube, das waren 32. Ich muss ihn eh mal so machen. Ich habe was Neues. Oh mein Gott. Ich stelle euch hier hin. Ich habe was Schönes. In meinem Mini-Camper habe ich ein Mini-Gewürzregälchen. Ich mag ja so Spielereien. Hier ist Avocadoöl. Da weiß ich schon nicht mehr, was es ist. Ich glaube irgendwie Rührei-Gewürz oder so. Und hey, ich weiß es nicht, irgendein anderes. Mit seinem Onkel Bens Minutenreis. Was machst du jetzt mit dem Pullet? Ich brate gleich die Zwiebeln an. Warum hast du dann jetzt erst den Reis gemacht? Warum hast du nicht erst das gemacht und dann den Reis einfach dazu? Noch in Ruhe, weil der muss noch in Ruhe durchziehen. In was? In Wasser? Zugedeckt, in der Schüssel drin. Der ist doch schon fertig. Nein. Meine Frau macht den immer, der ist fertig. Den taucht dann in die Mikrowelle und fertig. Ja, ich mag's mal so. So, nachher kommt dann später hier mein Handyhalter. Dann gucke ich wieder meine Serie. Die Powerstation. Ey, das ist zwar die kaputteste, die ich habe, weil die am billigsten verbaut war. Aber der Maurice hat gesagt, die hat Power und Saft. Die ist halt, du hast gesagt, die ist gut, ne? Die ist stärker als die Alpowers. Ja, und deswegen benutze ich die und die ist auch schmaler. Die passt, guck mal, die passt genau hier rein. Oh, ich glaube, es kocht. Oh ja. Und deswegen benutze ich die. Ja. Ist halt scheiße. Warum verbauen die wirklich das billigste Plastik? Ist halt billig. Weil so, die lädt echt gut. Also die ist, was für eine Power, ja, steht immer Power Station. Wo ist denn die Marke? Da. Egretec. Habe ich ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch angucken. Bin ich sehr zufrieden, auch wenn die sehr billig verbaut ist. Platz ist in der kleinsten Hütte. Heizung läuft. Ja, wir haben noch nicht so warm. Ich hatte bis gerade hier die Tür auf 13 Grad erst. Aber ich denke mal, es geht noch auf 18 Grad bestimmt hoch. Fernsehen läuft. Und jetzt gleich wird geschlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. -30 Grad. Und es wird noch heißer. Oh, yes. Boah. Sehr schön. Maurice schläft wohl noch. So, wir sind am Frühstücken. Hier läuft dem Maurice sein Kaffee gleich. Ist dir kalt? Es geht. Ja. Eigentlich steht ihr hier und ich gucke den Tim. Und ja, bei uns gibt es Marmelade, zerhäckseltes Schwein, Käse und Kaffee. Das ist Brot, falls du es suchst. Ach so, du hast schon. Ja. Ganz schnell der Maurice aber. Wenn es zum Essen geht, zack, zack. Ja, aber hier kommen ganz viele Leute mit Hunden vorbei, obwohl wir sind schon wirklich an der letzten Ecke, ne? Ja. Ja, ja, aber die Leute mit diesen Hunden, die sind immer dabei.
mal nach der Tour ein bisschen sauber gemacht. Ist auf jeden Fall ganz schön Schlamm runtergekommen. Eieiei. Aber ich habe extra nur die Reifen, weil wir müssen nachher die Reifen abmachen. Also wir müssen gleich die Reifen abmachen einmal. Ey. Die Reifen abmachen, die Bremsen abmachen und dann nochmal alles neu machen. Weil es immer noch Probleme gibt mit einer Unwucht. Sehr schön, sehr schön. Die zwei Campermonster. Sieht doch gut aus. Bitte fragt mich nicht, was er macht. Siehst du doch hier. Ey, ich mach den Schub wieder raus, ne? Ich mach Reifen neu, das ist das Einzige, was ich kann, um zu gucken, ob da die Unwucht vielleicht herkommt. So, das ist der letzte Tag, wo der Maurice da ist, der fährt jetzt gleich. Und meine Ape läuft immer noch wie ein Sack Nüsse, so ein bisschen. Du klemmst den da ab? Ja. So, ich dachte direkt, kommt sonst nicht richtig dran. Wir haben was Teures gekauft, weil scheinbar brauchen wir das für meine Ape, weil hier wird wohl noch einiges an Abstimmarbeit geleistet. Hier, 40 Euro sollte es kosten. Das sind Abklemm-Dinger und ihr braucht jetzt gar nicht in die Kommentare schreiben, kriegst du doch da viel günstiger. Ja, aber wir brauchten das jetzt. Ne? Jetzt, sofort und nicht später. Und ich glaube, das sind auch gute. Die fühlen sich gut an. So, dann haben wir hier... das brauche ich für den neuen Benzintank von meiner Standheizung. Oder das. Und das hier, wofür brauchen wir das? Das kannst du erzählen. Warte. Zack, in groß, der Maurice. Was hast du in der Hand? Was machst du damit? Eine Verlängerung für den Benzinschlauch, weil ein gewisser Herr gefällt dir das nicht, wie kurz der Benzinschlauch geworden ist. Ja, und damit man den Vergaser ein Stück weiter rausziehen kann, damit man den nicht immer abstecken braucht, machen wir jetzt eine Verlängerung dran. Dann, toll, dann brauchen wir die Zange eigentlich gar nicht. Ja, die Zange ist damit dann überflüssig. Eigentlich, oder? Nee? Nein, die Zangen kann man immer gebrauchen. Das ist schon ganz gut. Die sind ganz gut. Ja, ist schon okay. Ich meine, auch wenn ich... Standheizung ist übrigens an. Ist ja logisch, ne? Auch wenn ich dann den Tank hier wechsle. Übrigens, den lasse ich trotzdem drauf. Aber der Tank, der kommt da halt raus. Da kommen andere Sachen rein. Und einer von denen kommen weg. Und dafür kommt halt der große Dieseltank drauf. Dieser rote. Passt überhaupt nicht auf die Ape rot, aber ja, dann kann ich wenigstens durchheizen. Weil ich merke das halt, mit einer Ladung, also mit einem Füllstand, kann ich die Ape mit Standheizungsstufe 1 die ganze Nacht durchheizen und dann ist der morgens leer. Ja, aber was ist, wenn ich mal Stufe 2, 3, ich habe keinen Bock immer nachzufüllen. Und deswegen kommt da ein dicker Tank drauf. Ja. Ist halt irgendwie... ein Problem nach dem anderen, ein Problem nach dem anderen. Kippt halt einfach fast. Ja, so endet dann das Schrauberwochenende mit Maurice. Ja, Maurice ist traurig. Ja, passiert mal, ne? Kommt vor, sowas. Ist natürlich Mist. Zylinder kaputt.
keinen Ersatzzylinder jetzt hier. Aber schon alles bestellt.